Ja, herzlich willkommen zu Am Sonntagmorgen vorgestellt. Ich freue mich, dass Ralf Kapczak hier ist, spontan zugesagt, Bundestagsabgeordneter für unter anderem für Witten. Und ich habe jetzt auch gelernt, dass Sie in der Gemeinde wohnen. Und da war es natürlich für uns doppelt interessant und schön, dass Sie hier sind und mitmachen bei dem Format Am Sonntagmorgen vorgestellt. Herr Kapczak, wo sind Sie aufgewachsen? Ich bin aufgewachsen, nicht richtig groß geworden, aber aufgewachsen auf dem Schnee. Und da bin ich auch vor 20 Jahren wieder hingezogen. Bin dann in der Zwischenzeit ein bisschen in der Stadt herumgezogen, im doppelten Sinne. Also hatte da mehrere Wohnungen, aber bin jetzt seit über 20 Jahren wieder auf dem Schnee. Also dahin zurückgekommen, wo man aufgewachsen und geboren ist. Genau. Was gefällt Ihnen am Leben auf dem Schnee? Also, was mir am meisten gefällt, ist der Blick aus dem Fenster. Da gucke ich nämlich jeden Tag aufs schönste Stadion der Welt. Und nein, es ist eine, davon mal abgesehen, es ist einfach eine schöne Gegend. Es ist überschaubar, es ist grün, es ist auch relativ zentral. Also ich bin schnell in Dortmund, in Hagen oder in der Wittener Innenstadt auf der Autobahn. Aber es ist vergleichsweise ruhig, auch wenn ab und zu mal im Moment weniger ein Flieger vorbeikommt, der etwas an Höhe verliert, weil er in Dortmund landen will. Jetzt wissen wir auch, dass Sie BVB-Fan sind. Die anderen fragen immer, wie kannst du bis nach Gelsenkirchen gucken? Nein. Gibt es auch was, was Sie stört? Ja, klar. Also was mich stört, ist, dass wir keinen, wie das im technischen Amtsdeutsch heißt, keine Nahversorgung haben. Also der Supermarkt ist seit fast 8 Jahren zu. Seitdem gibt es Bemühungen, da was Neues hinzubekommen, aber das ist nicht ganz einfach. Ich habe die Hoffnung noch nie aufgegeben, dass wir da was hinbekommen. Und was mich auch stört, ist die Netzabdeckung. Also wenn ich mit dem Handy telefoniere, dann muss ich regelmäßig sagen, ruf mich oder rufen Sie mich am besten auf dem Festnetz an, dann werden wir nicht dauernd unterbrochen. Das Internet ist jetzt mittlerweile besser geworden, aber das Mobilfunknetz ist eine Katastrophe. Okay. Wo entspannen Sie am besten von der Bundespolitik? Beim Wandern, Radfahren, Schwimmen? Was machen Sie da am liebsten? Was kommt Ihnen entgegen? Also ich entspanne im Stadion, wenn es eben geht. Habe eine Dauerkarte. Hoffe, dass ich da auch bald mal wieder hingehen kann. Ich fahre Fahrrad, ich laufe, ich klimper ein bisschen auf der Gitarre, lese. Und dann ist die Freizeit eigentlich auch schon. Und ich backe. Nicht zu vergessen, ich backe total gerne. Lieblingskuchen? Was Sie haben wollen, außer Sahnetorte. Wenn Sie ein Buch empfehlen, Sie sagten, Sie lesen gerne, wenn Sie ein Buch empfehlen würden, müssten mit der Empfehlung unbedingt lesen, welches Buch wäre das? Ich habe zwei. Und zwar das eine ist von Pablo Neruda, Ich bekenne, ich habe gelebt. Und das andere, das hat auch einen aktuellen Bezug, ist Die Pest von Albert Camus. Klar, das ist aktuell, das kann ich mir gut vorstellen. Haben Sie einen Lieblingsspruch oder eine Lieblingsgeschichte aus der Bibel? Also ich bin kein besonders religiöser Mensch, aber mit meiner Tätigkeit, die ich jetzt seit 8 Jahren innehabe, würde ich schon und auch als politisch Engagierter schon sagen, liebe deinen Nächsten. Okay, also die Geschichte vom barmherzigen Samariter und dann liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja. Für uns als Kirche ist natürlich interessant, wie Ihr Blick ist oder Ihre Einschätzung ist als Politiker. Wo sehen Sie wichtige Aufgaben der Kirche, der Kirchengemeinde? Also die Kirche ist natürlich ein großer Faktor in der Gesellschaft, hat auch, darf man auch nicht unterschätzen, auch Einfluss auch auf politische Entscheidungen. Aber wenn ich mir die Arbeit einer Kirchengemeinde angucke, gerade in dieser Situation, in der wir im Moment sind, und die Zeiten waren ja vor Corona schon unübersichtlicher, als es zur Zeit war, als ich Jugendlicher war. Da gab es Schwarz und Weiß, da gab es die Sowjetunion und den Westen. Und dazwischen war eigentlich nichts. Und das hat sich ja alles aufgelöst. Und die Welt ist unübersichtlicher geworden und ich glaube, dass jetzt gar nicht so sehr im politischen Sinne, sondern im mitmenschlichen Sinne so eine Kirchengemeinde Halt bieten kann, Zusammenhalt auch leben kann
und Menschen auch animieren kann und sollte, finde ich, sich einzusetzen für die Gemeinschaft. Jeder in seinen, mit seinen Möglichkeiten. Aber ich finde, wir lernen gerade, dass Demokratie nichts Selbstverständliches ist, sondern dass sie immer wieder auch, ja, in Anführungsstrichen, erkämpft und verteidigt werden muss. Und da kann Kirche auch einen großen Beitrag zu leisten. Ja, das habe ich auch von anderer Seite gehört. Kirche als eine Institution, die Gemeinschaft stiften kann und Menschen zusammenführen kann. Sie sagten gerade schon, die klare Einteilung zwischen Schwarz und Weiß, der Sowjetunion und dem Westen, wie ist Ihr Interesse für Politik entstanden? Wie ist das gewachsen? Also ich komme aus dem politischen Elternhaus. Mein Vater hat lange Kommunalpolitik gemacht, er war lange Ratsvertreter im Rat der Stadt Witten. Und da saßen sonntags morgens die Leute bei uns im Wohnzimmer. Und dann ging es um die Frage, wann gibt es einen Kanal auf dem Schnee? Wann kann gebaut werden? Was ist mit der Schule? Gibt es endlich einen Kindergarten? Den gibt es jetzt schon lange. Den gibt es ja glücklicherweise immer noch. Das waren ganz praktische, wirklich lebenspraktische Fragen. Die das heißt, man hat vor Ort entschieden, was vor Ort passiert. Ja, erstmal hat mein Vater aufgenommen, was die Leute für, in Anführungsstrichen, für Bedürfnisse oder für Fragen hatten und hat dann versucht, im Rahmen seiner Möglichkeiten, wo ist auch der Sportplatz auf dem Schnee entstanden, dann etwas für den Stadtteil, den er vertreten hat und für die Bevölkerung, die er vertreten hat, zu tun. Ja? Und das hat mich motiviert und ich finde, wenn man politisch aktiv ist und die Eltern sind es auch, dann gibt es ja im Grunde genommen nur die Möglichkeit, entweder zu sagen, ich mache was ganz anderes, also die SPD ist überhaupt nicht mein Verein, gibt es auch, ja? Oder ich gehe in die gleiche Richtung. Ich bin dann relativ früh auch aktiv geworden und dann auch in die Partei eingetreten. Genau, in die Partei eingetreten, das ist sozusagen, ich vermute mal, so Fragen auch der sozialen Gerechtigkeit. Sie sind jetzt rentenpolitischer Sprecher der SPD, was ja auch, die Frage der sozialen Gerechtigkeit wird ja auch berührt, zentral berührt. Das ist für Sie auch ein Herzensanliegen. Ja, das ist so. Das habe ich auch von meinem Papa. Der hat leider nicht mehr erlebt, dass ich Bundestagsabgeordneter geworden bin. Der ist mitten im Wahlkampf gestorben 2013, war aber auch schwer krank. Also insofern war es dann am Ende auch eine Erlösung für ihn. Aber ich glaube, der würde sich freuen, wenn er mitbekäme, was ich so mache. Der war ja zuletzt, der hat Dreher gelernt, also ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Der hat dann aber auch, weil er eben auch noch andere Interessen hatte, eine Umschulung gemacht mit 50 und ist dann Geschäftsführer beim, damals hießen die noch Reichsbund, mittlerweile heißen die Sozialverband Deutschland geworden und hat da Leute auch beraten in sozialrechtlichen Fragen, unter anderem in Rente, in Rentenfragen. Und das hat mich schon geprägt. Ja. Und ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert in Bochum. Damals gab es noch Diplom, da sieht man, wie lange das her ist. Und habe meine Diplomarbeit geschrieben über Armut in der Bundesrepublik. Und habe mich da sehr intensiv mit dem System der sozialen Sicherung, Pflegeversicherung gab es damals noch nicht, aber Renten, Arbeitslosen, Krankenversicherung beschäftigt. Und davon profitiere ich immer noch. Und ja. Für uns ist interessant auch, oder das im Vorgespräch haben wir es ja auch so ein bisschen angesprochen, Sie sind natürlich als Parlamentarier überzeugt von der parlamentarischen Demokratie. Nun erleben wir in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen immer wieder Vertrauensverlust. Der Maskenskandal ist das letzte Beispiel dafür. Was ist Ihrer Überzeugung nach wichtig, dass Vertrauen in dieses parlamentarisch-demokratische System wächst und bestehen bleibt? Also ich bin fest davon überzeugt, dass die Menschen, also das ist jedenfalls meine Erfahrung der vergangenen 8 Jahre, von Abgeordneten keine Wunderdinge erwarten. Aber die erwarten, und das finde ich auch völlig zu Recht, dass man sie ernst nimmt, dass man ihnen zuhört und sich ihre Sorgen und Bedürfnisse anhört. Und nicht, dass man immer einer Meinung ist und auch nicht, dass man das Blaue vom Himmel verspricht, aber dass man
miteinander reden kann. Und deshalb, das darf man nicht überbewerten, aber deshalb habe ich auch von Anfang an Wert darauf gelegt, Bürgersprechstunden zu machen, mache ich einmal im Monat, auch jetzt, telefonisch. Und jetzt hatten wir vergangene Woche, waren zwei nur da, das ist die Ausnahme, sonst sind die immer rappelvoll. Ja. Und ich habe auch von Anfang an, unabhängig von Wahlkämpfen, Hausbesuche gemacht. Das heißt, wenn ich im Wahlkreis war, dann habe ich, habe ja fünf Städte zu vertreten, immer mit Parteifreunden von mir überlegt, wo können wir jetzt mal hingehen. Und dann sind wir zwei Stunden losgezogen, haben an den Türen geklingelt. Die meisten Leute waren überrascht. Ist schon wieder Wahl? Nein, ist keine Wahl. Ich bin auch, komme auch ohne Wahlkampf. Und das war toll. Und es war überhaupt nicht so, dass die Leute, gab es auch absolute Ausnahme, einem die Tür vor der Nase wieder zugeknallt haben. Die haben gedacht, ach, guck mal an, so ein Abgeordneter. Manche haben auch flapsig gefragt, haben Sie Langeweile? Nein, ich habe keine Langeweile, sondern ich suche den Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern. Und nochmal, das darf man nicht überschätzen, aber mir liegt da sehr dran. Und solche Geschichten wie diese Maskenaffäre, finde ich einen unfassbaren Skandal, die zerschlägt natürlich jegliches Porzellan, was da noch auf dem Tisch steht, und macht es dann meinen Kolleginnen und Kollegen und mir sehr schwer. Natürlich, klar. Das, man wird da auch über einen Kamm geschoren, das ist natürlich auch ungerecht. Ja? Also es gibt überall, in Anführungsstrichen, schwarze Schafe. Da darf man sich auch nicht erheben über andere. Aber also ich finde, wir werden ordentlich bezahlt, sehr ordentlich. Und ich verstehe nicht, wie man neben der Abgeordnetentätigkeit, die ein Vollzeitjob ist, wenn man das ernst nimmt, überhaupt noch Zeit hat, sich um andere Dinge zu kümmern. Das habe ich von verschiedenen Seiten auch gehört. Wie ist das, wie hat sich jetzt ein Jahr, haben wir quasi diesen Ausnahmezustand, der sich im Februar, Januar, Februar letzten Jahres angedeutet hatte. Was hat sich in Ihrer Arbeit verändert, in der Ausübung des politischen Amtes? Ja, der direkte Kontakt ist einfach nicht mehr da. Also ich habe richtig Entzugserscheinungen. Ich war heute Morgen in der Karrierewerkstatt, das ist eine große überbetriebliche Ausbildungseinrichtung in Witten, auf dem Gelände der Deutschen Edelstahlwerke. Und da habe ich gesagt, wenn es eben geht, möchte ich da gerne hinkommen. Weil es schon was anderes ist, wenn man sich gegenüber sitzt, wenn man Gestik und Mimik auch sieht, als wenn man vor einem Laptop oder einem Bildschirm sitzt und da, ich weiß nicht, wie viele kleine Bilder hat und man gerade das Gesicht erkennen kann. Diese digitalen Kommunikationsmöglichkeiten vereinfachen natürlich vieles, weil man braucht keinen Raum mehr, man muss keine Fahrzeit berechnen, man bekommt auch ohne größere Probleme bei mir den Arbeitsminister zu mehreren Veranstaltungen. Das war sonst extrem schwierig gewesen, weil er muss durch die halbe Republik fahren, um hierher zu kommen. Das macht er natürlich nicht immer. Aber wenn er in seinem Büro sitzen bleiben kann, dann stellt er sich auch für Arbeitsmarkt, Geschichten, Rente oder sonst irgendwas zur Verfügung. Also insofern hat sich das verändert, aber ich bin wirklich sehr, sehr froh, wenn wir wieder ganz normale Veranstaltungen machen können, wo man sich gegenüber sitzen kann und sich auch in die Augen guckt. Bei allem, was schwierig war, die letzten Monate, das letzte Jahr, gab es auch Gemeinschaftserfahrungen oder neue Erfahrungen, die gut waren für Sie? Ja, also ich lerne auch im fortgeschrittenen Alter immer noch was dazu. Ich habe, um ein Beispiel zu nennen, ich habe vergangenes Jahr auch unter den schon eingeschränkten Bedingungen eine sogenannte Sommertour gemacht. Also wir haben ja sitzungsfreie Zeit von Juli bis Anfang September. Da machen die Abgeordneten nicht alle Urlaub, sondern sind in ihren Wahlkreisen unterwegs. Und ich habe vergangenes Jahr eine Sommertour gemacht zum Thema Ehrenamt. Da habe ich mir ganz viele ehrenamtliche Projekte angeguckt, vom Kinderhospiz in Herbede bis zum
Tauschring in Herdecke und so weiter und so weiter. Und habe da sehr viel gelernt über das Engagement von Menschen für andere Menschen. Und dieses Engagement für andere Menschen hilft einem ja selber auch. Und dann komme ich wieder zu Albert Camus ganz am Anfang. Nicht die Pest, sondern das Gleichnis von Sisyphos. Derjenige, der den Stein über den Berg hochrollt. Und wenn er eben fast oben ist, dann rollt er wieder runter. Aber Albert Camus hat mal gesagt, man muss sich Sisyphos als glücklichen Menschen vorstellen. Weil der tut, was getan werden muss und dabei Freude empfindet. Und das ist jetzt ein bisschen sehr abstrakt vielleicht, aber das ist auch meine Erfahrung aus diesen Gesprächen mit den im Ehrenamt tätig. Und ich habe dann zum Ende dieser Tour die alle eingeladen. Es war gar nicht so einfach, Corona. Das haben wir aber hingekriegt in Herdecke im Ruderclub. Passt ja dann auch, weil Sport ist ja auch ein großer Bereich, wo ehrenamtliches Engagement unerlässlich ist. Und das war eine tolle Veranstaltung, das war eine tolle Erfahrung. Na, schön. Zum Abschluss stelle ich immer jeder und jedem eine Frage, was gibt Ihnen persönlich Hoffnung? Sowas zum Beispiel, dass ich Menschen kennenlerne und kennengelernt habe, die sich für andere einsetzen und dass jeden Morgen die Sonne aufgeht. Vielen Dank.